Willkommen zu einer weiteren Folge Championship Manager 93 mit der Karriere bei Luton Town. Ja, wir sind jetzt in der Woche 38 in der zweiten Saison und stehen souverän auf dem ersten Platz, glaube ich, war das, ne? Ja, erster Platz, souverän. Naja, 8 Punkte Vorsprung, das ist gut. Gut, die Transferphase ist schon vorbei. Also es gibt jetzt keine Verkäufe und Käufe mehr. Wir müssen also mit dem hinkommen, was wir haben. So sieht gerade unsere Mannschaft aus. Unser Spielmacher Moore ist leider verletzt. Livid, unser Stürmer, ist auch verletzt. Aber wir haben ja gute Ersatzspieler geholt. So, alles klar. Unser nächster Gegner heißt im Übrigen Portsmouth. Im FA Cup sind wir im Halbfinale gegen Tottenham Hotspur. Mal gucken, wie wir gegen die spielen. Bin ich mal gespannt. Also es sieht sehr erfolgreich für uns aus. Mal gucken, wie es weitergeht. Wie gesagt, wenn ein Premier League gefeuert wird, dann wollen wir den natürlich direkt anbieten. Aber hat bis jetzt noch nicht geklappt. Sind zwar schon 3 oder 4 Stück entlassen worden, aber die haben dann andere Trainer genommen. Mich wollten sie nicht haben. Egal, macht nichts. Wir bleiben bei Luton. Da haben wir uns was Gutes aufgebaut. Und weiter geht's. So, Portsmouth. Und 1-0 für Luton. Durch Harvey. 1-0. So. Aber hat zu wenig Kraft gehabt, der Schuss. Race is clear, but he's squander's chance. Ah ja. 1-0 zur Halbzeit. Oder? Mal gucken. Ah, weit daneben geschossen. Okay. Also 1-0 zur Halbzeit. Die Werte sehen sehr gut aus. Okay, weiter geht's. Gucken wir mal. Und 2-0 durch Nabet. Sehr schicki. So. Okay. Und go for Luton. 3-0. Das Ding ist hier laufen, würde ich sagen. Oh, 3-1. Okay. McKenzie. Und 4-1 dahinterher. Pat Keane. Scott Morgan. Und 5-1. Ja, das war dann. Außer Spätzen nichts gewesen. Gut, sehr gute Werte. Klar, man möchte auch bessere Mannschaften haben wie Manchester United oder Liverpool oder keine Ahnung, Tottenham oder sonst irgendjemand. Aber wenn die halt nicht wollen, dann wollen sie nicht. So ist es eben. Da müssen wir halt mit Luton weitermachen. Bis zum Vergasen meinetwegen, ist dann egal. Na, ja, Brighton hat einen Trainer gesucht, aber wir wollen nicht nach Brighton. Das verschlechtern wir uns, ja. So, Mora. Mora ist immer noch verletzt. Okay. Was sagt hier die Liste? Sieht sehr gut aus. Narbit darf einen hoch. Oder 2, 3 hoch sogar. Ja. So. Alex Powell wrote for few days. Er ist verletzt. Lloyd ist verletzt. Moore ist verletzt. Wie lange sind die noch verletzt? Mal gucken hier. Back soon. Also er ist bald zurück. Lloyd. Und Moore. Er ist noch 9 Wochen verletzt. Ach du Schande, mein Spielmacher noch 9 Wochen verletzt. Da müssen wir mal gucken. So, gucken, ob ich den
gleich in die Rehabilitation schicke. Meine Güte. Oh, Einzug für Barnsley. Ah, dann, ich werde nicht gewählt. Nee, trifft nicht. Blindfisch. But he misses. Oh, wir haben schon zwei dicke Chancen gehabt. Okay. 1-0 für Luton Town. Roy Keane. Sehr gut. So, weiter geht's. 45. Minute. Halbzeit. Es ist Halbzeit. 1-0 für uns. Morgan bringt nur 5. Und Harvey bringt nur 5. Wir haben keinen Stürmer auf der Zwang. Egal, müssen wir halt so weiterspielen. 1-0 gegen Barnsley führen wir. He said too much. Er hat zu viel erzählt, hat gemeckert. Aber, na, 1-1. Ne, auf der Linie geklärt. 1-0 gewonnen mit Glück. Also das war ein relativ schlechtes Spiel, aber trotzdem gewonnen. Auch schlechte Spiele muss man gewinnen. Ja, so ist es eben, wa? Kann man nichts machen. Ja, so ist das. So sah das früher in den 90ern aus, solche Spiele. War noch nicht viel mit Grafik, da waren halt nur Tabellen. Manchester hat 2-1 gegen Blackburn verloren. Luton 5-1 gegen Portsmouth gewonnen. Ja, das war unser Ergebnis, genau. Das war das beste Spiel der Woche. Gut, alles klar. Job News. Premier League, Liverpool. Oh, die sind leicht in der Kritik. Wir sind noch safe, aber leicht in der Kritik. Ja, mal gucken. So, tonight. Was sind die Ergebnisse von heute? Das ist erstmal irrelevant. Und let's go. Ashley Bale. Achso, wir wollten ja noch gucken. Ja. Edward T. Ja. Jetzt kommt das Pokalspiel. Die 3, die 6 und die 12. So, McGuckin kommt rein für die 3. Tja, was mache ich da? Kommt der Gallimore rein. 12 und die 14. Ja. Mal gucken hier. Der kriegt die 14. Und der kriegt die 12. Ey. Aufpassen. Die 12 habe ich gesagt. Nicht Stone Man. So. Gut, und jetzt geht's gegen Tottenham weiter. He held back. Gordon Deary, 1-0 für Tottenham. Halbzeit 1-0. Obwohl ich gute Werte habe, aber die auch. Ja. Mal gucken. Gelbe Karte für Tottenham. 1-1 durch. Aber wird nicht gegeben. Schade.
Das wäre zu schön gewesen, aber man kann ja nicht alles haben, man kann ja nicht immer gewinnen. Macht dir dann auch keinen Spaß. No penalty. He was tagged at. He left to come off. Jetzt krieg ich eine rote Karte. Aber ist doch was Baschel. Aber das macht nichts, der kann ruhig so weiterspielen. Mal rechts außen. Go for Tottenham, das war's dann. Der Drops ist gelutscht. Das Ding ist gelaufen. Das war's für mich. Aus dem Halbfinale. Naja, egal, wir sind auch weit gekommen. Das ist schon mal gut. Hätte nicht sollen sein. Ja, wenn in einem so viele Spieler gesperrt sind durch Cutright oder so, das ist dann doof, ne? Naja, so ist das eben. So, jetzt können wir wieder auffüllen. Baschel ist gesperrt. Base kommt rein. Adversity kriegt die 6. Gedimore kriegt die 14. Ah, Livid kriegt die 14. Livid kriegt die 14. Stubbs kriegt die 3. Ey. Stubbs kriegt die 3. Gallimore kriegt die 12. Also. Ziemlich veräppeln, mein Freund. So, 2 U21 Nationalspieler und ein 1er habe ich. Ja. Da wäre jetzt auch lange nicht mehr getroffen. Na, 7, die 7 fehlt. Mittelfeldangriff rechts. Was ist die Frage? Mach ich den Libet rein? Und die 14 krieg ich dann McGucken. Ganz einfache Sache. So. So, Libet geht in die Zentrum, das heißt die 7 kommt Attacker zentral für das Spiel und let's go. Und mal gucken, Vieri. Oh, schon wieder tot, ey. Unglaublich, ey. Von Gallimore. Die 5 Stoker. Die 12 geht ins Mittelfeld. Geht ins zentrale Mittelfeld. So müssen wir spielen. So, super gut für Swinton. Graham 1-0. Stoker race is clear, but he missed the target. Schade. Go for Luton. Powered under Hammond. Wird aber nicht gegeben, weil der Schiedsrichter eine Abseitsstellung gesehen hat. Scott Morgan, race is clear, but he blazed it over. Harvey close the defense, but he missed the target. But he should lose power, so rum. So. Ah, jetzt kommt noch der Niederlage gegen Tottenham und die Niederlage in der Liga. Das sagt mir überhaupt gar nicht zu. Müssen wir vorher unterm Arsch von den Jungs, das geht gar nicht. Naja. So ist es eben, wa? Kann man nichts machen.
Christian very proud for a few days. Bashel ist wieder fit, das ist gut. Oh. Sheffield United haben eine Strafe für unfaires Spiel gesehen. Bekommen, nicht gesehen. So. Bashel kriegt die 7. Libet kriegt die 9. Morgen kriegt die 14. So, Vieri kriegt die 11. So, damit sieht es wieder gut aus. Wir sind immer noch Erster, das ist schon mal hervorragend. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der Libet. Der hat in 13 Spielen, in 22 Spielen 13 Tore gemacht. Das ist Scott Morgan. Der hat in 39 Spielen 12 Tore gemacht. Ja, alles klar, ist der Libet gefährlicher. Gut, weiter geht's. Scott Sellers. Verletzt. Und weiter. So, weiter geht's. Kenny Stennett, out for a few days. Das ist aber Reservespieler. Das ist Coca-Cola Cup Finale. Da sind wir schon lange raus. Also Ligapokal in dem Sinne. So, muss man mal gucken hier. Tops ist verletzt. Da kommt der McCacken auf die 3. So, Johnson ist auf der Transferliste. So, Pat Kinder hoch. Sieht alles gut aus. Sehr, sehr gut. Ja, wir haben nicht mehr lange zu spielen. Ich will überlegen, ob ich die Saison beenden soll oder noch nicht. Wir spielen heute nur 35 Minuten, habe ich gerade so entschlossen, weil ich dann die Saison beenden kann und den Übergang zur neuen Saison machen kann. Obwohl. Nee, machen wir anders. Ich beende jetzt die Saison heute, auch wenn das was länger dauert, ist egal. Machen wir so, Ina, so machen wir. Ich beende die Saison heute und zum nächsten Mal mache ich dann den Übergang für die neue Saison. So machen wir das. So einfach ist das. So, 45 Minuten. Halbzeit, 2-0 gegen Newcastle, sehr gut. Tore durch Vieri und Stoker, sehr gut. Bashel traf ein Goal, but he should save. Libet has a real chance, but he may finish. Oh Gott, ja. Mann. Ja, die Aufnahme mache ich in den frühen Morgenstunden. Vor der Arbeit sozusagen. Und ich muss heute ein bisschen später anfangen. Da habe ich mir gedacht, dann machst du das Video heute. Dann läuft das alles. So ist es eben. So. Eigentor durch Steve Watson 3-0. Das Ding ist gelaufen. Der Drops ist gelutscht sozusagen. Rotherham gegen Barnsley. Ja. So machen wir das. So machen wir das. So machen wir das. Okay, also wie gesagt, wir beenden die Saison heute, sind ja nicht mehr da, Promotion aufgestiegen, Coventry has been fined 55.000 Pfund for excessive Roleplayer.
Wigan have been given the resigned 8000. Oh, aha. Ja, ja. Sind alle zu brutal da unterwegs, die Jungs. So, dann gucken wir mal, wie viele Spiele wir noch haben. Wir haben ja 38 Spieltage, also 4 Spiele mehr, es ist ja nicht da, es ist ja bald zu Ende. Gut, alles klar. Das Ding ist hier laufen, Aufstieg ist gesichert. Also dürfte uns da nichts passieren. So, Stubbs ist wieder fit, dann kommt er auch wieder rein. So, Moore, den wollten wir noch auf die 4 Wochen verletzt noch, der Junge. Ach, ist er schon auf Hightech. Na, schade eigentlich, der hat mir sehr gut zu Gesicht gestanden, aber egal. Ist nun mal so, kann man nichts machen. Okay, weiter geht's. So, da unten geht's weiter. Luton gegen Sheffield United. Basche 1-0 durch Luton, Phil Luton. He scores. Oder hier, ich bin verwirrt, egal. Okay, Goal for Man Sheffield United 1-1. Okay, weiter geht's. 2-0. Ne, 2-0, hä? Wie komme ich auf 2-0? Die Verwirrtheit, die greift um sich. 1-1, jetzt ist 2-1. Mensch, Jungs. 2-1 gegen Sheffield United. Und es geht weiter. Oh, Penalty. Und 2-2. Schade, 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 schade. Ah, egal. Den Aufstieg kann man mir nicht mehr nehmen. Von daher ist das egal. In dem Sinne ist es egal. Ich quatsche heute sehr viel. Das liegt in der frühen Uhrzeit. Das ist zum Kotzen, ey. Ja, jetzt hört immer noch eine Kirchenglocke im Hintergrund. Die nervt mich auch. Ist immer blöd, wenn man neben der Kirche quasi wohnt. Oh, besonders sonntags ist das schlimm, wenn die ihre Messen mal machen. Ne? Das ist der helle Wahnsinn. Das macht gar keinen Spaß sozusagen. So, dann gucken wir mal. Jetzt müssen wir spielen. Oder auch nicht. Ja, wir haben noch 3 Spiele. Oder so gegen Sunderland, Oldham und Stoke City. Dann ist die Saison für uns beendet. Dann machen wir noch bis zum letzten Spieltag, bis zum letzten Tag der Saison. Speichern dann dort ab und dann machen wir nächstes Mal im neuen Video neue Saison. So ist das. So machen wir das. Genau so. Nicht anders. So, das kann alles so bleiben, wie es ist. Und weiter geht's. Stoke injured. He upended. He left to come off. Na toll. Stoker verletzt. Getting more. Geht auf die rechte Seite. Und rote Karte für Sunderland. Stone, but he misses. Rush. Alter, die sind 10 Mann und hauen mich hier weg, ey. Geht gar nicht. Ihr Pillemänner. He was tripped, he'll have to come off. Oh, sonst noch ein Toti treten. Narbit. Oh, kommt der Morgen rein. Kenn ich gar nichts. Geht in die Mitte mit. Adversity, go for Luton. He finishes, he fins the net. 1-1. Scott Morgan, but he should is tackled. Fünfundvierzigste Minute, Halbzeit, 1-1.
Ja, Stoke hat er in der ersten Minute totgetreten. Unglaublich. Ihr Hupenpupen. So. Alter, die sind zu zehnt, ey. Chancen habe ich genug, aber sie schießen keine Tore, das ist das Problem. Wenn wir Pech haben, kriegen wir das 2-1 reingedrückt. Gut, das sollte den Aufstieg nicht hindern, aber machen wir dann doch Sorge für nächste Saison. Da spielen wir in der Premier League, das ist ein bisschen ein anderer Tobak. Der hat schon andere Sitten und Gebräuche. Ja, mal gucken. Ich werde aber auch nicht drum herum kommen, neu zu investieren. Mal gucken, was wir da holen. Wer überhaupt zu uns will. Gareth Stoker, der ist ein bisschen perz. It's a chef, Feind. Ja, ja. Ihr Hupenpupen. Ah, na, bitte ist wieder fit. Kann er spielen. Stoker. Gut, sehr gut. Das freut doch. Da lacht das Herz. So, unser Spiel gegen Ultimate Athletic. Moore. So, Luton gegen Oldham. Very with the chance, what he should is to have saved. Schade, 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 schade. Und gelbe Karte für Stoker, rote Karte. Stoker hat rot gesehen. Dann geht der ins Mittelfeld und vorwärts. Nabet. Nabet kann auch zentral spielen. Dann geht der ins Mittelfeld. Zentrale Mittelfeld, dann spielen wir so. Wir sind Tacken defensiver als das vorige System, aber das funktioniert auch ganz gut. Hoffe ich. Sollte aber funktionieren. But he blazed over. Haben wir nämlich die Zentrale dicht gemacht. Und auf Kosten der Offensive ist normal. Also die haben einen Mann mehr wie wir. Wir müssen sehen, dass wir da im Mittelfeld ein bisschen verstärken. Ja, man sagt ja immer, die Abwehr soll verstärkt werden, aber die Abwehr gefällt mir so, wie sie ist. Die haben sich jetzt die ganze Saison so eingespielt, aber das Mittelfeld kann man immer mal ein bisschen ändern. Und was soll ich sagen? 0 zu 0. Sehr gut. Schlechte Werte zum Teil, aber so ist es nun mal. Kann man nichts machen. So, das war das vorletzte Spiel. Oh, Everton hat 4-1 gegen Manchester City gewonnen. Nicht schlecht, Herr Spech. Gary Stoker will in einem Mitspiel. Ja. Jetzt kriegen die ihre Strafen, weil die zu hart spielen. So, Luton Town. Stoker, die 5. Die Frage. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Was bei Zeus dicken Popo mache ich jetzt? Ich setze einfach den Thomas auf die 5. Auch wenn er kein rechter Mittelfeld ist, aber wird er wohl spielen können. So. UEFA Cup, das ist mal irrelevant. Weiter geht's. Und letztes Spiel gegen Stoke City. Thomas Race is clear, go for Luton. Siehste, so muss das sein. Einfach mal einen zentralen Mittelfeldspieler auf die rechte Seite gestellt. Funktioniert in der Regel auch.
So, 2-0 Adversi. Ja, nächste Saison heißt das wieder Verträge verlängern. Das heißt Verträge verlängern, mehr Gehalt ausschütten. Oh Mann, ey. So, Livid, Batitude, Dex, Power, White. Stoke City. Batitude is Morserut. Livid was a good chance, Batitude saved. Allerdings gelaufen. 2-0 Sieg, sehr gut. Zum Abschluss, Ende der Saison noch ein 2-0 Sieg. Sehr gut. So, wir spielen jetzt weiter bis zum letzten Spieltag der Saison. Also kurz bevor die Statistiken aktualisiert werden. Machen wir so wie beim letzten Mal. Ne? Mal machen wir einen fließenden Übergang, sag ich mal. Also wir machen jetzt bis zum letzten Spieltag, letzte Sekunde der Saison sozusagen, und dann speichern wir dann ab und dann fangen wir mit dem neuen Video mit der neuen Saison an. Also sprich, wir machen erst die Spielstatistiken und so weiter, das haben wir mal letztes Mal gemacht haben. So, Norbert serves a World 2 Match Ban. Norbert ist erstmal für 2 Spiele gesperrt. Na, so ist das eben. So, McGee. So, jetzt müssen wir es mal hier ein bisschen hin und her machen. Tottenham oder West Ham? West Ham United ist FA Cup Sieger geworden, okay. Chris ist wieder fit. Chris Moore. Oh, jetzt kommen die Aufstiegsspiele. Playoffs zu den Aufstiegsspielen, besser gesagt. Stoke hat 4-1 in Nottingham Forest gewonnen und Middlesbrough hat 1-0 gegen Newcastle gewonnen. Mal gucken. Roy Keane has been gutted up the Irish squad. Simon Shepherd, England U21. Und Pat Keane, Irish U21. Das ist doch gut. So, dann gucken wir weiter. So, Stoke hat 3-0 gegen Nottingham gewonnen, also Stoke steht im Finale. Und Newcastle hat 1-2 in Middlesbrough gewonnen, deswegen ist Newcastle weiter. Ist dann zählt die Auswärtstore mehr. Gucken, ob ich recht hatte. Bin gespannt. Der SSC Neapel ist Champions League-Sieger geworden. Stoke gegen Newcastle, Bolton gegen Wolves und Walsall gegen Hull City. Which ist hier. Newcastle ist aufgestiegen. Bolton ist aufgestiegen. Und Walsall ist aufgestiegen. So ist es eben, wa? So. Das war's dann wieder für heute. Die Saison ist beendet. Nächste Woche geht's dann weiter mit der neuen Saison und dann machen wir auch den fließenden Übergang. Bis nächste Woche dann. Ciao, ciao.